erste Kaffeepause. Heute Vormittag waren wir schon mit dem Fahrrad unterwegs und unten am Wasser am Strand. Aber nun sind wir mal hier. Wir finden das sehr schön hier. Aber leider habe ich keinen Cappuccino. Aber du hattest ja heute schon einen schönen Cappuccino. Aber der Kaffee von Frau Tschirschler schmeckt auch. Genau. Das ist ja super. Ich habe heute mal den Ofen angemacht, wie man sieht. Aber es ist jetzt leider so warm geworden, dass wir die Klimaanlage gleich einschalten müssen, die wir in unserem Haus natürlich auch noch haben. Aber Quatsch, man kann natürlich auch das Fenster aufmachen. Aber ich wollte mal ein schönes Feuerchen haben. Und das ging erst ein bisschen schwer an, aber dann hat es gut funktioniert. Wir sind mit dem Trecker nicht zum Ernteeinsatz gefahren, sondern, man schaue sich das an, der hat uns durch den Sand geschleppt bis an die Spitze von Jütland und das ist dann Skagen. Ganz oben an der Spitze sind wir hier. Kann man sehr gut sehen, wie Nord- und Ostsee zusammenlaufen. Links die Nordsee und rechts die Ostsee. Deutlich zu sehen. Hier ist es noch besser zu sehen. Wie das zusammenläuft. Der Hafen. Wunderschön. Wetter heute nicht so gut, aber es geht noch. Ja, das ist die Badebuhne von Bredenstadt. Das ist nicht ALB. Der Fuß ist dumm, aber immerhin. Ja.
Also was das hier für Schiffe sind, weiß ich auch nicht. Irgendwelche Memories stand da dran. Ob das von den Wikingern ist, das glaube ich nicht. Also wie gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Kunst, hat Bärbel gesagt. So, hier sind wir jetzt an der Nordsee. Quersteg und man kann hier ohne weiteres mit dem Auto runterfahren an den Strand. Es kostet weder Strandgebühr, Kurtaxe noch sonst irgendetwas. Jo, hier sind wir jetzt direkt an den Strand gefahren. Wie gesagt, ohne Kurtaxe, ohne Strandgebühr, ohne alles sonst was. So was gibt es in Dänemark alles nicht. Und Bärbel ist mit ihren Füßchen jetzt schon mal ins Wasser gegangen. Und sagt, oh ja, wie kalt. Hier sitzt Bärbel und sagt, sie will nicht mit in den Film rein. Was hat sie da um ihre Füße gewickelt? Oh ja. Da guckt Bärbel hin. Na gut. Ja, hier ein Schiff, richtig mit der Strömung.
Hier ist jetzt ein Marathon von Küste zu Küste. Aber das ist ja nicht so weit, weil von Küste zu Küste sind hier nur 3 Kilometer. Aber immerhin. Ja, der 356er Porsche. Das ist schon super. Thank you.